Servus Leute und willkommen zur Folge 339. Jetzt muss ich erstmal den Einsender auf die Füße treten, es schaut nämlich hier aus, als würde ich hier gleich einen Break-Check machen. Hinter ihm fährt nämlich einer mit ungefähr 10 Metern, schreibt er. Und er fährt hier schon zu schnell, hier ist eine 80er-Zone, er fährt 95. Und kurz nachdem das Bild noch nach unten gedippt ist, fährt er bloß noch 90. Also glaube ich, der hat einen Break-Check gemacht. Würde mich nicht wundern, dass der BMW so reagiert. Was er hier vorhatte, bleibt ein Rätsel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das rechts ist. Wow. Oh, Alter, das hat jetzt beinahe geknallt. Von links kommt jetzt ein Fahrradfahrer ins Bild. Nein, das ist das Beste. Ja, der Fahrradfahrer hat hier aktuell gegen das Auto gehauen und ehrlich gesagt, nachdem ich deine ganzen anderen Videos gesehen habe, deine Einstellung gegen andere Verkehrsteilnehmer ist ganz schön verwerflich. Leute, ihr schickt uns einfach zu viele Rotlichtclips. Bitte bloß welche einschicken, wenn die wirklich extrem sind und wenn man auch sieht, dass jemand über Rot fährt. Es ist schon recht bescheiden, wenn man sieht, dass von vorne Gegenverkehr kommt und man trotzdem überholt. Was aber noch bescheidener ist, wenn man einen Fahrradfahrer überholt vor einer Kurve und man nicht mal sieht, ob von vorne Verkehr kommt und dann fast eine Kollision mit einem anderen LKW zu verantworten hätte. Mein Gott, fahr doch! Turbo! Benutzt der den? Blö! Der muss doch nur mal drauflatschen! Wer von euch kennt das? Man ist so schön auf der Autobahn am Entlangfahren, denkt sich nichts Böses und plötzlich kommt die Ausfahrt, auf die man so lange gewartet hat. Also ich kenne das nicht. Da vorne jetzt mal auf diesen schwarzen VW Multivan achten. Du spinnst wie Idiot, du spinnst wie Idiot. Manchmal hilft aber auch das Schauen nicht. Bremsen! Der Einsender bemängelt, dass einfach viel zu viele Leute den Rettungswagen gar nicht mehr mitkriegen, wenn sie hinter einem herfahren. Und deshalb ist er hier auf den Grünstreifen rübergefahren, hat ihm direkt Lichttube gegeben, zu signalisieren, hey, ich bin da. Und das hat er gleich ausgenutzt und angefangen zu überholen. Nur haben es die anderen immer noch nicht mehr gekriegt und fahren trotzdem noch ganz normal weiter. Zappelmax lässt ja jetzt diesen Mofa-Fahrer raus und irgendwie habe ich das Gefühl, der hat das Ding nicht ganz unter Kontrolle. Die Linien auf der Straße zu folgen scheint doch für manche Leute etwas schwer zu gehen. Für manche Leute ist das Benutzen des Spiegels wirklich eine Sache, die kriegen die einfach gar nicht hin. Den Kopf zu bewegen nach links und danach zu gucken, funktioniert nicht. Genau wie bei dem hier, fährt einfach raus. Gut, bei dem könnte man vielleicht denken, der hat es vielleicht nicht ganz gesehen, weil da steht so komisch in der Kurve drin. Aber der Typ, der jetzt kommt, der muss das eigentlich gesehen haben. Paul will für diesen vermeintlichen Vorfahrtsverstoß eine Meinung hören, ob das jetzt rechtens war von diesem BMW, weil er von weiter vorne war oder nicht. Haut in die Tasten, Leute, ich kann mir denken, wie es ausgeht. Hat er dich gerade ausgebremst? Ja. Was ist das denn für einer? Trucking Man befährt hier jetzt in eine Straße, in der LKWs nicht rein dürfen, außer sie sind Lieferverkehr. Und von vorne kommen natürlich Autos, ist ganz klar. Nur der eine, der jetzt dann gleich kommt, wo er eigentlich das Zeichen gibt, er soll einfach rechts rüberfahren in die Lücke, dass er reinkommt. Das
lässt er sich nicht gefallen. Und dass da kein LKW durchfahren darf normalerweise, lässt er ihm sich auch nicht gefallen. Deswegen macht er jetzt erstmal ein schönes Foto von ihm. Meine Fresse. Der Einsender ist hier nach dem Einkaufen dabei auszuparken und verlässt sich dabei voll auf seinen Park Distance Control oder PCS oder PT, was weiß ich, wie das alles nennt. Hat er das andere Auto erwischt und hat dann eine kleine Delle reingemacht. Und laut Versicherungsgutachten ist da ein Gesamtschaden von alleine seinem Jahres von 1800 Euro entstanden. Und ich denke mal, dass der Typ im nächsten Clip sich auch auf seinen Park Distance Control verlassen hat. Adalan ist hier unterwegs in einem Parkhaus und er hat mir zwar geschrieben, was passiert ist, aber es war ein bisschen undurchsichtig. Und so wie es ausschaut, ist der Typ hier mit seinem BMW dann einfach abgehauen, ohne irgendwie eine Telefonnummer oder eine Adresse zu hinterlassen, wo er sich hätte melden können. Der Einzelne hat mir geschrieben, dass er hier schon längst am Blinken ist. Ja, guck doch mal hin! Ja, oder? Also die kann doch nicht ganz knusper sein, oder? Die hat doch Spiegel. Der Spiegel hat sie in der Regel schon, benutzen kann man sie auch, aber du darfst auf einer Abfahrt auch nicht rechts überholen, nur auf Auffahrten. Was willst du hier? Dahin bitte. Ja, das Schöne ist ja, hinter ihm stehen halt auch ganz viele Autos. Hallo. Und solange der Typ ja nicht weiterfährt, kommt doch kein anderer mehr vorbei. Dodo war auch nicht wirklich erfreut, nachdem ihm das hier passiert ist. Vergessen wir aber mal nicht die Leute, die das absichtlich machen, weil dem was gegen den Strich geht. Hier zur Verdeutlichung, 100er Schild, der Einzelne darf bloß 100 fahren und der Transporter, der im hinten dicht auffährt, dem gefällt das überhaupt nicht. Emergency Video. Lock the video! Lock the video! Der LKW, der jetzt gerade in die Kurve fährt, verliert jetzt seine Ladung, aber nicht Kies oder Steine. Nee. Ein Abbruchhammer verliert er. Die zwei, die da jetzt von hinten kommen, die haben sich ganz lieb. Ich würde ehrlich gesagt die Vorgeschichte zu dem Geschehen hier interessieren. Wahrscheinlich kommt das, wie der Leon schon mal gesagt hat, nur wegen einer kleinen Lichthupe. Das, sowas kann wegen einer kleinen Lichthupe entstehen. Also meiner Meinung nach vollkommen irre. Wisst ihr, was absolut nicht bockt? Mann, Idiot! Im toten Winkel zu fahren. Kann doch nicht so bescheuert sein! Mein 17 Zoll, die Größe. Och du lieber Gott. Oh, Spiegel benutzen, Kollege. Also ich könnte fast schwören, dass das auch ein Ergebnis ist von entweder nicht in den Spiegel geschaut oder toten Winkel. Sag mal, hab ich gedacht, sollte ja irgendwas, was er so alles abzieht und dann damit fertig machen. Aber als Kumpel jetzt, oder? Ja. Ich glaube, ich darf auf den Schatten. Abgesehen davon, dass der sich an dir vorbeiquetscht und dich dann schneidet, hättest du rechts auf diesen Gehweg fahren müssen. Da war nämlich ein blaues Schild mit einem Fahrrad drauf, was bedeutet, du hättest Benutzungspflicht für diesen Radweg. So Leute, jetzt machen wir Feierabend. Hier oben links könnt ihr abonnieren, unten rechts ein Video, was YouTube denkt, was euch gefallen könnte. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Servus.